Hallo Leute, heute für euch 5 erschreckende Geschichten hinter bekannten Disney-Filmen. Viel Spaß! Starten wir mit der Nummer 5 und Peter Pan. 2002 veröffentlichte das Disney-Studio eine Fortsetzung der Geschichte von Peter Pan, in der der Fokus auf Peter Pans kleine Freundin Tinkerbell gelegt wurde. Doch was passiert eigentlich, wenn sich die verlorenen Kinder aus dem Nimmerland dazu bereit fühlen, erwachsen zu werden? Vielleicht schickt Peter Pan sie nach Hause? Gemäß des ursprünglichen Märchens von J.M. Barrie ist dies nicht der Fall. Stattdessen werden sie von Peter umgebracht. Weiter geht's zur Nummer 4 mit Die Schöne und das Biest. Der Film Die Schöne und das Biest hält sich sehr am Original des Märchens, doch es wurden trotzdem einige Veränderungen an der Geschichte vorgenommen. So gab es im Original Gaston nicht und Belles Vater war kein Erfinder, sondern ein Händler. Eine größere Veränderung ist der Ausschluss von Belles 2 boshaften Schwestern. In dem Originalmärchen erlaubt das Biest Belle nach Hause zurückzukehren, um ihre Familie für kurze Zeit zu besuchen. Doch als ihre Schwestern sehen, dass sie fein angezogen ist und gut genährt ist, fragen sie Belle, ob sie nicht länger zu Besuch bleiben könnte, in der Hoffnung, das Biest so wütend zu machen, dass es Belle nach ihrer Rückkehr mit Haut und Haaren frisst. Die Nummer 3, das Dschungelbuch. Im Dschungelbuch geht es um einen weisen Jungen, der von einem Bären namens Baloo und seinem Freund Bagheera aufgezogen wird. Nach einigen Versuchen im Dschungel und einem menschenfressenden Tiger, der Mowgli verfolgt, kehrt dieser in die Zivilisation zurück. In Rudyard Kiplings Originalbüchern endet die Geschichte an diesem Punkt nicht. Demnach wird Mowgli aus dem Dorf verbannt, nachdem man glaubt, dass er zaubern kann. Die Dorfbewohner schmieden dort Pläne, um Mowglis Tierfamilie auf möglichst qualvolle Weise umzubringen. Und da kommen wir auch schon zur Nummer 2 mit Rapunzel neu verföhnt. Die Geschichte von Rapunzel, die in einem Turm gefangen ist und nur einmal in ihrem Leben die fliegenden Laternen aus nächster Nähe sehen möchte, basiert auf Volkserzählungen des Märchens. Doch in der Ursprungsgeschichte befreit sich das Mädchen selbst mit Hilfe von 3 Walnüssen, indem sie mit dem Prinz vor der bösen Stiefmutter wegläuft und eine Walnuss nach der anderen isst. Durch den Verzehr der Nüsse verwandelt sie sich immer in ein anderes Tier, in der Hoffnung, der Stiefmutter zu entkommen. Die letzte Nuss verwandelt sie dann in einen Wolf und Rapunzel frisst die böse Stiefmutter auf. Und da kommen wir auch schon zur heutigen Nummer 1 und dem Glöckner von Notre Dame. Der Glöckner von Notre Dame gilt bei weitem nicht als einer der beliebtesten Filme von Disney, da Quasimodos Mutter auf den Treppen einer Kathedrale ermordet wird. Doch in der Originalfassung von Victor Hugo geht es noch viel düsterer zu, denn dort wird Esmeralda wegen versuchten Mordes an Captain Phoebus zum Tod verurteilt. Als Frollo lacht, während Esmeralda erhängt wird, schubst Quasimodo ihn von der Notre Dame. Als Quasimodo dann Esmeraldas leblosen Körper findet, bleibt er bei ihr, bis er einen grauenhaften Hungertod stirbt. So ziemlich heftig und so gar nicht kindgerecht. Welche von diesen Märchen kanntet ihr bereits? Schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem könnt ihr das Video jetzt noch mit all euren Freunden teilen. Klickt hierzu einfach auf die Mitte oder auf den Link in der Beschreibung. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!